Die Woche nach dem 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf, nach einer Partie, in der eindeutig mehr drin war, da sind sich alle Beteiligten einig. Für Sven Kreier war das Spiel am Sonntag zudem etwas ganz Besonderes. Unser U23-Torjäger kommt gebürtig aus der Landeshauptstadt und genoss die erstligareife Atmosphäre gegen die Fortuna in vollen Zügen. Ja, natürlich ist das immer ein besonderes Gefühl, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Das war für mich das erste Mal jetzt, in einem Heimspiel vor so vielen Zuschauern auflaufen zu dürfen. Ich war eine Woche zuvor auch in St. Pauli, da war 29.000, also hoffe ich, dass es jetzt weiter so geht mit den Zuschauerzahlen. Aber ja, es war auf jeden Fall richtig cool. Nur das Ergebnis, das störte am Ende dann doch, zumal die Chancen für den Siegtreffer da waren. Gerade die Stürmer stehen aktuell in der Kritik, wobei Sportvorstand Christian Hochstetter und Cheftrainer Peter Neururer unter der Woche völlig zu Recht unterstreichen: Das Tore schießen ist auch den anderen Feldspielern nicht untersagt. Ein Blick auf die Tabelle verrät, der VfL stellt, was die Anzahl der Tore angeht, zwar die viertbeste Defensive der Liga, hat aber selbst zu selten getroffen. Woran liegt's? Es ist schwierig zu sagen. Also ich meine, wir wollen das Tor machen, das ist klar. Wir Stürmer sind da, um die Tore zu machen. Wir wollen die Tore machen. Ich denke einfach, dass wir uns zu sehr in der einen oder anderen Situation auch unter Druck setzen. Wir sollten einfach lockerer bleiben und einfach mal ohne nachzudenken auf die Kiste dann schießen und vielleicht geht der Ball dann rein. Wir haben jetzt in den letzten beiden Spielen gezeigt, dass wir defensiv gut stehen können und müssen versuchen, einfach aus den Chancen, auch jetzt wie gegen Fortuna Düsseldorf, in den die 4-5 Chancen, die wir hatten, da ein Tor rauszumachen, und dann gewinnen wir das Spiel auch. Und und dann wird der Abstand zu den Abstiegsringen auch immer größer werden. Die Lockerheit soll also zurückkommen, dann klappt es auch wieder mit dem Toreschießen. Hoffentlich schon in Paderborn, womit wir dann auch schon wieder bei Statistiken und Tabellen wären. Die Ostwestfalen gehören mit 36 Punkten zur Spitzengruppe der Liga. Und genau das liegt dem VfL bekanntlich. Zumal man gerade auswärts durchaus erfolgreich ist. Seit nur mal 5 Partien in der Fremde ist der VfL ungeschlagen und hat kein einziges Gegentor kassiert. Bis auf Slavo Freier hat Peter Neururer alle Mann an Bord. Die Vorzeichen vor dem Spiel in Paderborn sind also durchaus positiv. Das sieht auch Sven Kreier so. Ja, man muss sagen, Paderborn ist eigentlich so, ja, die Mannschaft der Stunde. Die stehen weit oben in der Tabelle. Aber ich denke, wir haben jetzt in den letzten 2 Spielen gezeigt, oder besonders auswärts in den letzten 5 Spielen gezeigt, dass wir auswärts immer gewinnen können, und das wollen wir am Freitag auch. Anstoß in der Paderborner Benteler Arena, Freitag, 18:30 Uhr.